Kirche ist immer ein Platz, der wichtig war und einfach gute Zeiten, die ich damit verbinde, die ich immer mit Kirche verbinde. Ich habe in den letzten Jahren ganze Legionen von Kerzen spendiert, um mich da hinzusetzen und an die zu denken, die in schwierigen Zeiten waren, und immer wieder zu diesem Herrn am Kreuz hochzugucken und zu denken, Mensch, Leben ist nichts für Feiglinge. Wir freuen uns heute, den Astrophysiker und Naturphilosophen Harald Lesch beim Promis-Glauben-Interview begrüßen zu dürfen. Harald Lesch ist Professor für theoretische Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München. In TV-Sendungen wie Lesch Kosmos, Frag den Lesch, Terra X, Lesch und Co. und seit neuestem Lesch sieht schwarz, geht er naturwissenschaftlichen Fragestellungen nach und erklärt sie so, dass sie jeder verstehen kann. Heute ist Harald Lesch hier im Institut für Lehrerfortbildung in Gars am Inn. Wir haben vor einiger Zeit gemeinsam das Projekt Schöpfungsgerechtigkeit, Orientierung in hitzigen Zeiten entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Uns interessiert im Interview, wie Harald Lesch dazu kommt, zu sagen, es gibt keine Alternative zu Optimismus und Gottvertrauen. Harald, wir leben heute in Zeiten, in denen viele Menschen sehr materialistisch und ja, naturalistisch ausgerichtet sind. Warum braucht es deiner Meinung nach neben den modernen Wissenschaften noch sowas wie Glaube und Philosophie? Also, das ist so eine Frage, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas gefragt bin. Ich bin immer ein bisschen sprachlos, weil wie viel von unserem Leben, von unserer Lebenserfahrung, von unserer unmittelbaren Lebenserfahrung ist denn wissenschaftlich durchdrungen? Doch so gut wie gar nichts. Also wir leben mit den Menschen, die uns was bedeuten, zusammen in Gemeinden, in Gruppen und so weiter. Da ist doch, die Wissenschaft wird immer gern hergenommen, um zum Beispiel solche Geräte, wie sie uns jetzt aufnehmen, oder die Geräte, mit denen wir fahren, mit denen wir fliegen und natürlich wichtig im medizinischen Bereich, die uns behandeln und ganz wichtig bei der medizinischen Behandlung sind. Aber der größte Teil unseres Lebens ist doch nicht wissenschaftlich durchdrungen. Naturwissenschaften ist ein Bereich, in dem man sehr genau auf manche Einzeldinge schauen kann. Und wenn es ganz gut kommt, kann man diese Einzeldinge zu einem größeren Ganzen tatsächlich verbinden. Ansonsten bin ich doch immer wieder darauf angewiesen, in der Art und Weise, wie ich lebe, mich entweder vor einem inneren Hintergrund, der für mich dann praktisch die Grenze darstellt, oder vielleicht vor einem äußeren Hintergrund hinzustellen, wo ich sage, diese Welt ist gewollt. Und wenn sie gewollt ist und so schön ist, dann ist es aller Ehren wert, sie unbedingt zu schützen. Und deswegen glaube ich nicht, dass selbst die Anwendung von Naturwissenschaften mich irgendwann mal davon befreit. Wittgenstein hat es ja mal so genannt, selbst wenn alle Fragen der Wissenschaft beantwortet wären, wäre nicht eine einzige existenzielle Frage meines Lebens davon betroffen. Und er hat recht. Ich stimme sonst nicht immer zu, aber da hat er recht. Du bist als Naturwissenschaftler, aber auch als Naturphilosoph tätig. Wo fühlst du dich eigentlich mehr zu Hause? Das hat sich in den letzten Jahrzehnten das hat sich geändert. Ich habe lange Zeit das gemacht, was ordentliche Physiker, theoretische Physiker zumal machen, nämlich zu rechnen. Also in dem Fall bin ich ein Spezialist für Komplexität. Ich beschäftige mich mit Übergängen, sogenannten nichtlinearen Prozessen. Und ich habe dann 1998 angefangen, relativ schnell, nachdem ich in München Physik unterrichte, habe ich an der Hochschule für Philosophie angefangen, dank eines wunderbaren Freundes, Christian Kummer von der Hochschule für Philosophie, sozusagen mein Mentor da. Und dann haben wir angefangen, Philosophie-Seminare über Selbstorganisation zu machen. Und heute würde ich sagen, bin ich viel, viel mehr in der Philosophie, weil Technikethik, Umweltethik, Fragen, was ist das eigentlich für ein Wissen, das naturwissenschaftliche Wissen, welche Grenzen stecken dahinter, da werden wir ja heute wahrscheinlich auch drüber reden. Also das heißt, ich bin immer mehr und mehr in die Philosophie gekommen, auch durch die Öffentlichkeitsarbeit, weil so die Rede, die Kunst von der Rede, die Kunst, eben wissenschaftliches Know-how in den öffentlichen Raum zu bringen, das gehört alles mit zu dem, was man im weitesten Sinne als Freund der Weisheit natürlich tut, nämlich so gut wie möglich nach wissenschaftlichen Kriterien Gesellschaft zu informieren. Markus, ich bin einfach ein Lehrer. Ich bin Hochschullehrer. Ob ich im Fernsehen bin, ob ich an der Hochschule bin, ob ich an der Universität, egal wann, ich bin Lehrer und deswegen bin ich mehr Lehrer denn je. Ja.
Also dann darf ich ja Kollege zu dir sagen. Ja, nein, unbedingt. Mit dem James Webb Weltraumteleskop ist es Wissenschaftlern gelungen, Galaxien und Sterne bei ihrer Entstehung kurz nach dem Urknall zu erkennen. Ja. Was man hier sieht, ist, dass das Universum eine Entwicklung hat. Das Universum hat, wie alles im Universum, hat das Universum ganz offenbar selbst eine Entwicklung. Es gibt einen Zeitpfeil. Also man könnte auch immer wieder das zusammenfassen mit dem Satz, wenn die Zahnpasta einmal aus der Tube raus ist, kriegst du sie nicht mehr rein. Es gibt einen Zeitfall, es gibt einen klaren Ablauf, und zwar von Anfang an. Vielleicht kommen wir ja noch auf den Ablauf, aber hier in dem Fall sieht James Webb eben die allerersten Verdichtungen von Material unter der Wirkung ihrer eigenen Masse. Das Material ist einfach so dicht, und es wird dann ja gerne so ein bisschen flapsig mit dem Matthäus-Effekt gesprochen. Wer hat, dem wird gegeben. Also, da ist schon so viel, also zieht das Material, die Gravitation zieht es her, und es bilden sich immer mehr Strukturen aus, also Galaxien, große, die werden immer größer, dadurch entleert sich das Universum auch, weil das Material natürlich irgendwie dahin geflossen ist. Und was wir da jetzt sehen, könnte man bezeichnen als ständige Schöpfung. Denn was da passiert, was wir sehen im Universum, ist ein kontinuierliches Werden, ein andauerndes, gleichzeitiges Werden auf allen möglichen Skalen. Und das ist so schöpferisch und so kreativ, das ist ja, ich meine, wir sitzen hier in einem wundervollen Garten, die Vielfalt von den verschiedenen Homo sapiens, die alle hinter der Kamera stehen, da stehen auch welche hinter der Kamera, muss man ja auch mal erwähnen, vielen Dank dafür. Und denen vor der Kamera und all den Geschöpfen, die auf der Welt sind, ist eine unglaubliche, unglaubliche Geschichte. Ja. Als Religionslehrer kommt mir immer wieder in der Schülerschaft, aber auch im Lehrerkollegium die Frage entgegen, wie man heute in den heutigen Zeiten noch an einen Gott glauben kann. Und meine Frage ist, was sagst du auf das Argument, Glaube und Wissenschaft schlössen sich aus? Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe den Standpunkt noch nie verstanden, denn wir verfügen als Mensch, als Lebewesen über eine innere Erfahrungswelt, die uns erfahren lässt und die Welt erfahren lässt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Erfahrung umzugehen. Nur ich komme aus diesen verschiedenen Perspektiven, der Innenperspektive von mir und der Außenperspektive der Welt auf mich, da komme ich ja nicht raus. Naturwissenschaften kann eigentlich immer nur Außenperspektive anschauen und wird niemals sagen können, was es bedeutet, eine bestimmte Blume zu sein. Nur Michaela weiß, was es bedeutet, sie zu sein. Und nur du weißt, und so weiter. Also das heißt, es gibt von vornherein in den empirischen Wissenschaften Erfahrungen, die nur entweder von uns gemacht werden können oder von den anderen Lebewesen gemacht werden können. Und diese Erfahrungsebenen sind ja auf merkwürdige Weise eben wunderbar. Es gibt die einen, wo sich ja dann auch Technik daraus ergibt, nämlich diese äußere Welt, also das ist das, was die empirischen Wissenschaften liefern. Und dann gibt es aber eben Lebewesen wie uns, die sich verhalten können. Das heißt, sie haben nicht nur die Freiheit von inneren und äußeren Zwängen, Willensfreiheit, sondern sie haben auch eine Handlungsfreiheit, also die Freiheit zu handeln. So. Und an dieser Stelle beginnt doch sofort das Thema Glauben eine Rolle zu spielen. Was soll ich tun, kann sich nur ein Lebewesen stellen, das Optionen hat, verschiedene Optionen hat und dann auf einmal aufgrund von was? Von Messwerten oder von welchen Werten zu handeln? Und die Frage, an was ich glaube, hat viel damit zu tun, wie ich mit dem Begriff, mit dem Unterschied von Messwerten und Werten umgehe. Ich glaube nicht, dass ein Mensch von Anfang an irgendwelche Messwerte hat, nach denen er seine Kinder oder sich selber verhält, sondern erzieht und verhält, sondern dass da ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Also im Grunde genommen sagt die Wissenschaft doch ganz deutlich, der Rahmen, in dem ich mich befinde, ist der des Glaubens und nicht umgekehrt. Also insofern kann das gar kein Widerspruch sein, sondern es kann eigentlich immer nur ein Zusammensein. Und ich weiß gar nicht, warum man das. Ich glaube auch wirklich, dass das nur ein europäisches Problem ist. In Wirklichkeit, auf der ganzen Welt macht man sich keine Gedanken darüber. In Indien macht man sich keine Gedanken darüber. Die Israelis machen sich auch keine Gedanken darüber. Also die jüdische Religion hat da. Nur die christliche Religion, ausgerechnet in Europa, die baut da immer irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, da müssen extra so Schlachtfelder aufgebaut werden, damit man irgendwas hat, worüber man sich streiten kann. In deinem Buch, wie das Staunen ins Universum kam, beschreibst du ja, den hast du auch am Anfang schon erwähnt, mit dem Theologen und Biologen Christian Kummer, die Entwicklung vom Urknall bis hin zu einer wunderbaren Pflanze wie der blauen
Taubenhyazinthe. Genau. Und deren Beobachter. Ja, genau, ja. Und als Leser kommt in dem Buch wirklich von einem Staunen ins nächste. Ja, das ist schön. Also, ja, wenn man wirklich sieht, diese oder realisiert diese Feinabstimmung dieser Entwicklung, wie zum Beispiel die Kräfteakrobatik, aus der alles heraus entsteht, die Stabilität des Sonnensystems, total faszinierend, oder die Sonne, Mond und Sterne, ohne die es gar kein Leben gäbe, das Zusammenspiel, wenn man das entdeckt auf diesem blauen Planeten, der auch so wunderbar ist. Und ganz automatisch, also mir ging es auf jeden Fall so, stellt sich beim Leser die Frage, was war vor dem Anfang? Oh, keine Ahnung. Das ist recht schnell erklärt, da habe ich keine Ahnung. Also was wir in der Physik machen können, ist ja, wir können zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Wir stellen fest, es gibt eine kleinste Wirkung, das haben wir in der Physik ums Jahr 1900 rum. Zum ersten Mal, Max Planck hat das festgestellt. Mathematisch hat es gebraucht, dann wurde es im Experiment bestätigt. Zunächst mal ganz kurz, also empirische Forschung zeichnet sich immer dadurch aus, dass nicht eine Meinung irgendwie stark gemacht wird, sondern eine Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, man muss ein Experiment machen können, eine Beobachtung machen können, um eine Vorhersage, eine Prognose dieser Hypothese, die hoffentlich mathematisch formuliert ist, dann zu überprüfen. Also heißt es im kritischen Rationalismus, kühne Hypothesen und scharfe Kritik. Die schärfste Klinge der Kritik ist das Experiment, das quasi wie eine Guillotine darüber entscheidet, Sektor, Selters, alles oder nichts, Hick oder nicht. Also so. Das heißt also, wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen relativ früh gehabt, dass es eine kleinste Wirkung gibt, dass es eine maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit gibt. Und zum Beispiel aus diesen beiden Grenzen lässt sich ein Anfang des Universums ziemlich genau festlegen. Ist übrigens für die Kennerinnen und Kenner, im Jahre 1900 hat Max Planck eine Arbeit geschrieben über die Wärmestrahlung. Und da hat er im Anhang genau über das gesprochen, worüber ich jetzt weiterrede. Und er hat es damals nämlich das natürliche Einheitensystem genannt. Es gäbe eine elementare kleinste Länge. Und das ist mit anderen Worten philosophisch gesprochen die kleinste kausal sinnvolle Länge. Also die kleinste Länge, in der überhaupt noch ein Unterschied wahrgenommen werden könnte durch eine Messung zwischen Ursache und Wirkung. Wenn man die durch die Lichtgeschwindigkeit teilt, hat man die kleinste sinnvolle kausale Zeitskala. Aber das sind nicht 0 Sekunden, sondern 10 hoch minus 44 Sekunden. Ist klein, ich weiß, aber es ist nicht 0. Ich will jetzt kein Korinthenkacker, aber es ist eben nicht 0. So. Und bis dahin können wir Messungen im Prinzip vornehmen, also selbst im Gedankenexperiment, ist die sogenannte Planck-Zeit, die sogenannte Planck-Länge, kann ich auch noch sagen, sind 10 hoch minus 35 Meter, also 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Nur jetzt für diejenigen, die sowieso Bescheid wissen. Das ist klar. So, und jetzt kommst du und fragst, was war davor? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, es muss natürlich aus unserer Gedankenwelt, aus unserer Erfahrung heraus, kann es eigentlich nicht sein, dass da vorher nichts gewesen ist, weil dann könnte ja danach auch nichts sein. Aber wir können aus der empirischen Wissenschaft nichts davon entnehmen. Und ich würde mich jetzt auch weigern, an der Stelle zum Beispiel Gott einzusetzen, weil das wäre dann so eine Lückenbüßer-Variante. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben so eine Wissenschaftsentwicklung seit 400 Jahren, wo die Unklarheiten über die Welt immer kleiner und kleiner werden. Und also diese Lückenbüßer-Theologie würde ja dann praktisch Gott immer weiter und weiter verzwergen, bis er heute bei 10 hoch minus 35 Meter angekommen wäre. Eine wahre Bonsai-Variante. Und die Glaubensgemeinschaft würde auch nur noch aus theoretischen Astrophysikerinnen und Astrophysikern bestehen. Das kann ja wohl nicht sein. Das würde dich doch freuen. Na, bitte, ich bitte dich. Ja, ich neige nicht dazu, mich... Also, nein, natürlich nicht. Also Gott ist doch kein Spezialistenwissen oder sowas. Das ist für mich eine Wahrnehmungsfrage, wie ich Welt wahrnehme und wie ich von der Welt wahrgenommen werde. Das ist ja ein viel, viel dialogischer Prozess, als einfach nur zu sagen, schon der Satz, es gibt keinen Gott. Thomas Schalig würde sagen, ja, du hast nur nicht genug Geduld. Warte mal ab, du wirst ihn schon noch spüren. Ja, ja, du hast nicht genug, hat er gesagt, Atheisten haben einfach nicht genug Geduld mit Gott. Die wollen zu früh, das kommt schon, mach dir keine Gedanken, es kommt schon noch. Und insofern kann ich einfach auf die Frage nur, oder ehrlicherweise, und kann ich nur sagen, keine Ahnung. Auch was, wenn es dann heißt, das Universum breitet sich aus und du fragst mich, ja, wo hinein denn? Es gibt vielleicht noch einen logischen Punkt, der mag noch von Interesse sein, nämlich, wenn wir uns einmal darauf geeinigt hätten, dass der südlichste Punkt auf einer Kugel der Südpol ist, dann ist das, und jetzt kannst du natürlich immer noch fragen, gibt es nicht noch einen südlicheren Punkt? Sag ich, du, Markus, wir haben gerade gesagt, der südlichste Punkt auf der Kugel ist der Südpol. So, das heißt also in dem Moment, wo ich das sozusagen per Definition einschränke,
die Sprache lässt immer noch diese Fragen zu. Auch unser Gehirn fragt sich ja, und das hat ja der Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft in der Vorrede schon formuliert, dass unsere Vernunft sich Fragen stellen kann, von der sie weiß, sie bekommt keine vernünftigen Antworten. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist eben dieses Widersprüchliche des Menschen, dass er über sich hinausgehen kann, in Gedanken, aber eben auch in der Tat. Ja. Vor Jahren wurdest du von Johannes B. Kerner in der TV-Show mal gefragt, wie man an einen Schöpfergott glauben kann, wenn man doch weiß, dass alles aus einer Kette von zusammenhängenden Molekülen sich entwickelt hat. Oh, was habe ich da gesagt? Ja. Und in einer Überzeugung, ja, und ich kann es wiederholen, wir Wissenschaftler glauben natürlich an die Mathematik, wir glauben an die Wissenschaften, aber ich persönlich bin sehr überzeugt, dass das Universum durchsetzt ist von einem schöpferischen Prinzip. Ja. Und gewollt ist natürlich. Ja, klar, logisch. Es fällt doch ganz schwer, also ich finde, dass es fällt ganz schwer, davon abzusehen. Also auch die Begeisterung darüber, ich bin sehr begeistert von dem Universum. Das ganz großartig ist. Ja. Und ich bin sehr froh, dass so viele tolle Dinge in dem Universum. Damit dieser Textbildschere sprechen ja auch manche Pfarrer über das Evangelium. Aber das ist heute nicht unser Thema. Fröhlich, ja. Ja, was für ein Ding ist das? Die Frage, die ich stellen wollte, war, wie kann man, ob des Staunens über die Entwicklung des Universums, die in deinem Buch so hervorkommt, wie kann man da noch an Zufall glauben? Naja, also mit dem Zufall haben wir halt auch unser Problem, weil es ja ein Ausdruck ist für unser Unwissen. Also was mich viel mehr interessiert ist, oder was in meiner wissenschaftlichen, auch philosophischen Arbeit ganz wichtig ist, ist eben dieses Angebot, was ständig gemacht wird, dieser unglaubliche Drang von Natur, sich auszudrücken. Und zwar in allen Formen, deren sie habhaft werden kann. Das finde ich unglaublich. Ob das ein Stern ist oder eine Traubenhyazinthe, Elementarteilchen oder irgendein Elefant oder irgendwas ganz anderes. Das ganze Universum scheint mir ein einziges Spiel zu sein, eine einzige Lust am Sein zu sein. Und das kann ich nicht ignorieren. Ja? Also, weil ansonsten würde ich mich selber ignorieren. Das ist ja das Interessanteste, dass eben Zwecke und Ziele gerne herausphilosophiert werden, wobei dann diejenigen, die das herausgefunden haben wollen, auch herausphilosophiert werden. Das heißt aber, es gäbe sie gar nicht. Also da kann man sich ja logisch, einen Wurm ins Hirn hineindenken. Aber diese Lust an der Kreativität, an sich selbst, wie Aristoteles ja mal gesagt hat, Natur ist das, was sich selbst macht. Und wenn wir sie in Ruhe lassen, dann kann sie so wundervoll sein. Sie hat natürlich auch ihre ganz schlimmen Seiten. Aber so wie wir uns eingefunden haben in dieser Welt, gerade auch in diesem Teil der Welt, wir haben bis jetzt relativ wenig Naturkatastrophen. Das kann sich in der Zukunft durch die globale Erwärmung gewaltig ändern. Aber du meine Güte, dankbar sein, freudig den nächsten Tag erwarten und zu gucken, dass man hier keinen Schaden anrichtet. Wie heißt es so schön? Ich bin hier, ich versuche nicht zu schmutzen, als Gast des Lebens da zu sein und eben ordentliche Gäste hinterlassen, ihr Zimmer sauberer, als sie es vorgefunden haben. Also da bin ich, ich verstehe diese Fragen immer nicht. Meistens bin ich völlig hilflos, wenn ich dann auch noch erzähle, dass ich ein sehr personales Gottesbild habe. Und ich dann auch davon berichte, dass ich sage, also Gott glaubt an mich, ich glaube an Gott, damit ist eigentlich alles gesagt. Und damit, ich kann relativ wenig damit anfangen, weil ich es nicht verstehe. Ich kann einfach diese Differenz, die da aufgemacht wird, kann ich nicht nachvollziehen. Was würde ohne den Menschen in diesem Universum fehlen? In einer Predigt in St. Michael in München habe ich das mal gemacht. Da ging es eigentlich darum, was macht der Mensch im Kosmos? Und das war so, dass die Jesuiten hatten mich dazu eingeladen, so eine Predigt vor, und dann war erstmal für mich alles klar. Ja, da erzählst du die Geschichte, Universum und so weiter, erzählst du halt einen und so, bei der Pipapo. Und dann kriegte ich einen Telefonanruf von einem Freund. Und der sagte, du, ich gehe da regelmäßig hin, du weißt schon, dass die Leute da was Spirituelles erwarten. Und das schoss mir dann wie so ein Blitz in den Rücken. Gott, ich habe gesagt, Peter, ich bin Physiker, was soll ich denn da spirituell?
Ja, da musst du dir schon was überlegen. So ungefähr, wie so Freunde so sein können. So, bin ich mal sehr gespannt. So, dann bin ich zu Pater Kern hin und habe mir erstmal die Kirche innen drin genauer angeguckt. Da hat er mich erstmal darauf aufmerksam gemacht. Du musst langsam reden, weil der Schall kommt und geht und so weiter. Du kannst hier nicht so schnell reden, wie du sonst immer machst. Und so weiter. Ja, und dann hat er mich auch noch so gefragt, was wird denn so für eine Bibelstelle sein? Und ich so wie aus der Pistole geschossen. 1. Korinther 13, ist doch völlig klar, das Hohelied auf Philipp. Ach, sagt er, das wird ja interessant. Da bin ich immer gespannt. Weil natürlich denkt man immer weise, Schöpfung, da macht er immer wieder am Anfang, klar, der Lesch, der macht die Schöpfung, so klar, wie Papo. Dann kommt er jetzt mit dem Hohelied auf die Liebe, was ist denn da los? Naja, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe eine Predigt entworfen über diesen Text, und zwar anhand der Sätze oder der vielen Sätze, die Astronautinnen und Astronauten gesprochen haben, die wirklich im Weltall waren. Weil es ging ja um die Stellung des Menschen im Kosmos. Und dann habe ich halt damit angefangen. Ich habe erstmal natürlich aus der Bibel zitiert. Und die Liebe aber ist die größten Glaube, Hoffnung und Liebe, und so weiter. Und da wird ja die Liebe, die kann ja alles Mögliche. Ne? Sie erträgt alles und so weiter. Es ist ja unglaublich. Ja. Und ich sah schon in den Gesichtern, was ist denn jetzt los? Das ist doch ein Hochzeitstext. Also komm, der soll hier mit der Schöpfung. Hier, vorne, ganz vorne. Und man sah förmlich. Und dann habe ich gesagt, na, Sie werden schon sehen, was so ein Astrophysiker zu diesem Text zu sagen hat. Und dann habe ich eben mein Liedchen gesungen über das Universum und habe immer wieder eingestreut, was Männer und Frauen, die da draußen waren, so gesagt haben darüber, wie es ihnen ergangen ist und wie wichtig der Blick für sie auf den Planeten war. Und sage ich, naja, am Ende wird die Frage, was würde dem Universum fehlen, ganz einfach zu beantworten sein. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und du weißt, dass du damit einen anderen Astrophysiker inspiriert hast. Nee. Den Heino Falke, der dich zitiert in der Sendung. Das hat ein Kollege Harald Lisch von mir gesagt. Er hat das aufgegriffen. Das als Info für dich. Ja, danke. Ja, ich kann dir den Link mal schicken. Ah. Genau. Ach, guck an, ja, fein. Das ist ja schön. Ich meine, das war eine Idee, wie soll ich sagen, aus der Not geboren. Für mich ist der 1. Korinther 13 ist mein Lieblingstext aus der Bibel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es so großartig. Und dann habe ich mir halt, ich habe das so zusammengestöpselt. Ich habe nur während ich darüber sprach, gemerkt, das läuft gut, da kommst du hinten raus. Und Wunder. Und ich bin ja dann auch so ein Theaterfreak, der denkt, okay, du entwickelst die Szene, jetzt brauchst du aber noch hin Blackout. Da muss noch einer raus, dass die Leute, also mindestens irgend so was. Und dachte ich, da kommst du gut mit rum. Das könnte funktionieren. Und dann war nach der Predigt war dann Stille. Und dann fing diese ganze Kirche an zu applaudieren. Aber das kommt ja dann eben aufgrund der Akustik und so, das kommt ja wie so eine Riesenwelle über dich drüber. Ja. Puh. War stark, ja. Harald, du hast vor kurzem dich mal hier im Haus als protestantischer Klimaaktivist bezeichnet und als Protestant vom Scheitel bis zur Sohle. Ja. Lass uns noch mal über Gott sprechen. Welche Vorstellung hast du von Gott? Eine sehr freundliche, zugewandte Vorstellung eines älteren Herrn mit einer schwarzen Korthose und einem etwas verschlissenen Stehkragenhemd, der an einer selbstgedrehten Zigarette sitzt, raucht und mich anlächelt und sagt, na Harry, so stelle ich mir das vor. Ja. Ja. Und die schwarze Korthose? Da kann ich nichts dran machen. Das ist immer wieder die schwarze Korthose, weil ich das Zeiten gab, wo ich gerne schwarze Korthosen angezogen habe. Ja. Das heißt, er hat viel mit dir zu tun. Es hat viel mit mir zu tun. Es ist meine Gespräche mit Gott sind sehr, sehr persönliche Gespräche. Da kann ich ja eigentlich kaum drüber berichten. Ich kann immer nur von großer Freude, großer Zugewandtheit sprechen. Und ich habe ein paar Dinge in meinem Leben erlebt, wo dieses personale Bild mich sehr getragen hat, sehr getragen hat und großartige Erlebnisse. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie was Schlechtes so, also existenzielle Grenzen oder was, sondern eigentlich eher freudige Sachen, so fast so ein Yuppie-Di, ja, so ein
Viva la vida, ja. Ich höre raus, da gibt es Dinge im Leben, die dich vielleicht mehr tragen als in der Naturwissenschaft. Ja, natürlich, ja klar. Also ich meine, du merkst schon an meinem Werdegang, wenn du dir anguckst, was ich alles so treibe, dass Naturwissenschaft sicherlich nicht unbedingt im Zentrum meines Lebens steht, sondern es hat viel mit meiner Ausbildung zu tun, also das Handwerk, was ich beherrsche. Das ist Naturwissenschaft. Und ein anderes Handwerk, das ich auch beherrsche, ist vielleicht zu philosophieren. Und dann gibt es aber noch ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten, die ich eben im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, also künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten, wo ich das eine mit dem anderen verbinden kann und wo ich mich als Person wirklich vollständig fühle. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel unterrichte. Also dann geht es dann gar nicht darum, was ich unterrichte, sondern wie ich es mache und ich vor allen Dingen sehe, das kommt bei denjenigen an, die ich unterrichte. Ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür, ob ich über jemanden hinwegrede oder nicht. Und das macht mir ein Heidenvergnügen zu unterrichten. Und das in allen möglichen Formen. Also auch auf der Bühne zu stehen oder mit Musikern zusammen auf der Bühne zu stehen und dann eben auch wieder unterrichten zu sein. Wenn ich an mein Projekt denke mit dem Merlin-Ensemble über die vier Jahreszeiten zum Beispiel, das ist ein Projekt, wo wir einem Publikum, das eigentlich die vier Jahreszeiten hören will, erklären, wie die vier Jahreszeiten entstehen und wie sie sich durch den Klimawandel verändern. Da gibt es Leute, die hören sich diese vier Jahreszeiten, die kommen hinterher zum Konzert zu mir und sagen, nie wieder kann ich mir Vivaldi so anhören, weil ich immer ihre Sätze da im Kopf habe. So, dann sage ich, jawohl, bingo, das ist genau das, was ich will. Und das heißt, es gibt eine ganze Menge mehr und ich hatte das riesengroße Glück, diese Erfahrung des anderen, das über das darüber hinaus, sehr früh in meinem Leben zu machen. Ja. Es ist jetzt eine sehr persönliche Frage, Harald, und sie kommt ganz, ganz sanft, sage ich mal, durch deine Zeilen durch. Der Glaube an Gott spielt für dich eine wichtige Rolle. Darf ich dich fragen, wie kamst du zu diesem Glauben? Kannst du das benennen? War das auf einmal da? War das im Moment? Also, das hat viel mit dem Pfarrer zu tun, der mich konfirmiert hat. Der hat mich und meine erste Frau verheiratet. Das hat viel damit zu tun mit der Offenheit dieser evangelischen Kirche in Hessen, die uns die Möglichkeit gegeben hat, den Konfirmandensaal zum Beispiel zu einem Kulturzentrum zu machen. Da wurde alles Mögliche drin gemacht. Da haben wir Vorträge über Erich von Däniken gehalten, ja, über diesen Irrsinn, dass das alles ja von Außerirdischen gekommen sei. Wir haben die tollsten Sachen da drin gemacht, aber vor allen Dingen war viel Freude im Konfirmandenunterricht. Es war froh, ja, wirklich froh. Und diese Kirche war immer sehr gut aufgehoben in dem Dorf, aus dem ich komme. Das darf man nicht vergessen. Ich komme aus einem sozialen Netz von Menschen, die alle mehr oder weniger dasselbe hatten, die sich gegenseitig unter die Arme gegriffen haben. Da gab es keine großen Unterschiede. Man kennt sich, wie das im Dorf so ist. Und der Pfarrer gehörte eben damit dazu. Und die Kirche ist immer ein Platz, der wichtig war. Und es gibt Momente in meinem Leben, da habe ich geheult in der Kirche. Und zwar nicht deswegen, weil ich traurig war. Sondern weil es einfach großartig war, neben meinem Vater zu stehen, der ein großer Sänger vor dem Herrn, Gott hab ihn selig, und mit ihm zusammen nicht nur an Weihnachten in der Kirche zu sein. Und er hat immer links von der Orgel gesessen, also relativ nah dran, aber in seinem Rückenwind konnte ich sozusagen immer mitsingen. Und zwar so, wie ich nie in meinem Leben gesungen habe. Und er hat dann immer gesagt, Mari, du wärst ein guter erster Bass. Ja, wärst ein guter erster Bass. Ja. Das ist nicht geworden. Er war immer Vorsitzender vom Gesangverein. Und das sind einfach gute Zeiten, die ich damit verbinde, die ich immer mit Kirche verbinde. Ich habe jetzt, wo wir jetzt wohnen, haben wir direkt eine katholische Kirche in der Umgebung. Und ich habe in den letzten Jahren ganze Legionen von Kerzen spendiert, um mich da hinzusetzen und an die zu denken, die wichtig waren, die in schwierigen Zeiten waren. Also, und immer wieder zu diesem Herrn am Kreuz hochzugucken und zu denken, Mensch, Leben ist nichts für Feiglinge. Das kann eine harte Sache sein und eine sehr schöne Sache, aber feig darf man nicht sein. Man muss sich der Sache schon stellen. Ja. Und die Mutter Gottes ist in dieser Kirche auch direkt daneben. Da sieht man so ganz groß die Mutter Gottes, sie hat das Baby auf dem Arm und direkt neben ihr hängt ihr Sohn da. Und da ist ja alles drin. Also, ich werde demnächst eine Terra X-Sendung machen über die Zeit.
Und da werden wir einmal am Münchner Südfriedhof anfangen zu drehen, weil das spielt eine Rolle. Und natürlich im Kreissaal. Also jetzt nicht direkt dabei, aber nah dran, wenn das Leben beginnt. Also das sind die beiden Pole, zwischen denen wir unser Leben kreieren können, sobald es uns geschenkt worden ist. Ja, das spielt eine wichtige Rolle und ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Irgendwann war es da und ging dann auch nicht mehr weg. Was bedeutet für dich Christsein? Das ist für mich die vernünftigste Form des Glaubens. Mhm. Punkt. Also, es gibt natürlich ganz andere Zugänge zum Christsein. Soll sein, soll sein, soll sein. Aber für mich ist es die vernünftigste Form des Glaubens, die für mich einfach passt. Passt, wackelt und hat Luft. Mhm. Also vor allen Dingen, sie hat Luft. Mhm. Also sie ist eine Sache, die mich offen in die Zukunft schauen lässt, die mir eine unglaubliche Orientierung ist. Dieses fürchte dich nicht, was im Neuen Testament ja sozusagen die rote Linie ist, dann fürchte ich mich ja nicht. Ja, also ja, das ist für mich eine die größte Zusage, die ich kriegen kann. Und es ist vielleicht noch eine Sache, ist eine Religion, die sehr auf Gemeinschaft abzielt und nicht so sehr auf diese Verinnerlichung, dass ich mich durch irgendwelche Techniken dann, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail, aber es geht mir nicht ums Verinnerlichen, sondern im Gegenteil, es geht darum, in der Gruppe, also mit anderen Menschen zusammen zu sein. Es ist eine Religion des Mitmachens und nicht des sich in sich hinein vertiefen. Das kann es auch sein, aber es ist vor allen Dingen dieses Mitmachen und des Verbundenseins mit anderen. Das Leben hat viel Freude. Du bist ein ganz, ganz humorvoller, ein ganz, ganz schlechter Witzeerzähler. Richtig guter Witzeerzähler. Wir brechen immer schier ab. Also ich kann nur empfehlen, ich finde, du solltest auch mal eine Sendung zu Witze machen. Aber das macht Eckhard von Hirschhausen viel, viel besser. Die meisten sind sowieso von ihm geklaut. Jetzt möchte ich doch noch mal eine Schleife drehen und noch mal nachfragen. Neben diesen ganzen Momenten mit Freude, mit Gemeinschaft, das gute Miteinander, gibt es auch diese Momente, die wehtun, des Leids. Mhm. Wo Glaube, Liebe und Hoffnung als Prinzip da sind, aber vielleicht nicht immer so greifbar. Was sagst du den Menschen, warum Gott das Leid in der Welt zulässt? Also jetzt werde ich erstmal die ordentliche intellektuell-theologische Antwort abliefern. Und diese Antwort hat Armin Greiner, ein katholischer Fundamentaltheologe, in einem Buch Gott und das Leid mal so zusammengefasst. Wie will man das verstehen, all diese ganzen Katastrophen, die da passieren, auch die Krankheitskatastrophen, die passieren? Naja, wenn Gott sich für ein Lebewesen mit einem freien Willen entschieden hat, dann muss die Welt nach Gesetzen funktionieren, damit dieses Wesen mit seinem freien Willen auch die Folgen abschätzen kann, wenn es etwas tut. Dafür muss die Welt gesetzesmäßig geordnet sein. Das ist im Übrigen auch, wie ich finde, das Geheimnis der Schöpfungsgeschichte Genesis, die nicht wörtlich zu nehmen ist, aber der Glaube an die Gesetzesform, die man darin erkennt, der ist doch enorm. Ja, das ist doch ganz, das ist nicht irgendwie, sondern in einer bestimmten Reihenfolge entstanden. Und nun, diese Gesetze haben natürlich unter jeweilig anderen Bedingungen auch Folgen, die uns überhaupt nicht gefallen. Aber ohne uns wäre ein Erdbeben keine Katastrophe, weil es gäbe. Erdbeben hat es auf der Erde immer gegeben. Mit uns, mit dem, was wir getan haben, was wir hingestellt haben und wo wir leben und wo es Menschen tötet, ist es natürlich eine Katastrophe. Das heißt, das Leid hat was mit uns zu tun. Dass wir in der Welt sind, macht das Leid überhaupt erst möglich. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Leid, von dem wir aber nichts wissen, weil wir vieles von dem, was es an Leid in der Tier, vielleicht sogar in der Pflanzenwelt gibt, das kann man ja nicht heute nicht mehr so ganz genau sagen, das kann man gar nicht beurteilen. Dass nämlich die Schöpfung an sich selber leidet in dem Moment, wo sie beginnt zu merken, ich werde jetzt bald nicht mehr sein. Ja, das kann ja das der große Schmerz sein, dass man merkt, in der Form, in der ich die ganze Zeit war, in dieser besonderen Form einer Blume, eines Lebewesens und so weiter, werde ich nicht mehr sein. Ich werde zurückgehen, ich werde zurückkommen. Dass damit auch natürlich ganz besondere Leiterlebnisse verbunden sind. Aber an der Gesetzesform der Natur gibt es eben dann kein Vorbei. Das wäre sozusagen die theologische Antwort, die aber, wie gesagt, eine fundamentaltheologische ist, die ich sehr schätze, diese Antwort, die ich sehr schätze und wo ich sagen würde, Armin Greiner, du hast recht. Wobei die Leiterfahrung wieder was anderes ist. Also Leid zu erfahren, zu merken, dass man wund wird, ja, ohne dass es ja, dass man wund ist, sondern wenn einem alles wehtut vor lauter Schmerz und Trauer,
Tja, da ist man eben auch der, wieder bin ich bei meiner These, dass wir gewissermaßen das Messinstrument unserer Lebenserfahrung sind. Und solche Erfahrungen gehören leider Gottes, muss man sagen, zum Leben dazu. Es hilft nichts, da kommen wir nicht drum rum. Aber wenn es gelingt, da rauszukommen und das auch für sich zu nehmen, auch um die eigene Respekts- und Demutserfahrung nicht zu vergessen, dann kann das gut sein. Dann kann das etwa zu etwas führen, was heute gerne mit dem Wort der Suffizienz bezeichnet wird, also zu erkennen, wann Dinge genug sind, wann auch Leben genug ist, wann Medizin genug ist, wann es besser ist, nicht mehr einzugreifen, sondern jemand dabei zu helfen, zu sterben. Dass solche Momente sind Momente, die man nie wieder vergisst. Es gibt in den letzten Jahren einen Moment, da habe ich gedacht, ich habe sie nicht mehr. Da bin ich schier verrückt geworden. Also fast. Das war, als meine Schwester gestorben ist. Und ich 2 Tage lang aber keine Trauer gespürt habe, sondern völlig euphorisch war. Völlig. Ich war völlig, es war so großartig, sie beim Sterben zu begleiten und sie mir zu sehen, was sie vorher noch alles mit den einzelnen Familienmitgliedern gemacht hat, mit welcher Würde meine kleine Schwester gegangen ist. Das war ungeheuerlich, ungeheuerlich. Und erst nach diesen 48 Stunden Euphorie, das muss so sein, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, wo man sagt, das ist irgendwas Mystisches. Da ist was mit mir, ich war völlig irritiert davon. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist meine kleine Schwester, jetzt musst du doch unter der Trauer zusammenbleiben. Sie stellte sich einfach nicht ein. Sondern was sich einstellte, war einfach nur dieser Blick auf sie und diese große Freude, das erlebt zu haben und zu denken, wunderbar, mein Gott, du bist mit dieser Scheißkrankheit so abgetreten und das ist ja der Hammer. Und erst gut 2 Tage später konntest du mich vergessen. Da musste dann natürlich getrauert und geheult. Aber das waren, ich weiß bis heute nicht, was in diesen 2 Tagen mit mir war, in welchem Zustand ich da war. Ich habe mich dabei beobachtet. Also das ist aber jetzt ein Zustand, was hast du denn genommen? Ja? Ja, das war ganz crazy. Und ich glaube, wenn so Mystiker und Mystikerinnen versuchen, die so eine Erfahrung in Sprache zu gießen, da hast du keine Worte dafür. Mhm. Und das verweist für mich, also das war ein Moment in meinem Leben, wo ich, jetzt bist du ganz nah dran. Ja. Da habe ich nicht mit gerechnet. Wir waren alle sehr traurig und waren natürlich fix und fertig. Und dann passiert ja sowas nach dem... Meine Schwester war 3 Jahre jünger als ich. Dass die so früh gestorben ist, war ein schwerer Schlag. Ja. Und gut. Also, wie soll ich das ausdrücken, dass das jetzt so, nicht so doof klingt? Und gut. Ja. Dein Leben vollzieht sich auf einer anderen Seinsebene, so dinglich hier und so. Und wenn du stolperst und hinfällst, dann reißt du dir eben das Knie auf und so weiter. Aber es gibt eben diese Momente, die auf etwas verweisen, was irgendwie so ist wie, wie soll ich das erklären? Du kriegst 6 Streichhölzer und sollst 4 gleichzeitige Dreiecke legen. Mhm. Und du merkst die ganze Zeit, in dieser Ebene kann das nicht funktionieren. In 2D geht es nicht. Aber in 3D, klong, sofort ist es klar. Und das sind so Momente, die so Klong-Momente sind. Wenn du das Christentum auf den Punkt bringen möchtest, wie würdest du es benennen? Das habe ich schon gesagt. Also fürchtet euch nicht. Also das ist die ultimative Zusage. Ich bin da und macht das Richtige. Denkt dran, die anderen sind da, die Welt ist da und sie ist euch anvertraut und behandelt sie so gut ihr könnt. Und denkt an eure Kinder und denkt dran, so wie ihr euch verhaltet, das hängt davon ab, ob das Spiel weitergeht. Mhm. Ich habe euch die Würfel in die Hand gegeben, ihr könnt das Spiel immer weitermachen. Aber wenn ihr das so spielt, dass nur immer einer gewinnt oder dass nur eine einzige Lebensform gewinnen soll, dann wird das Spiel relativ schnell zu Ende sein. Und ich denke, dass Vielfalt und Offenheit und Fantasie, Kreativität, all diese ganzen weichen Begriffe uns viel, viel weiterbringen in unserer Lebensbewältigungssituation als harte Messwerte oder Smartphones oder sonst irgendwas. Aber für mich ist der Satz, fürchtet euch nicht, das ist der Punkt. Mehr brauche ich nicht. Der Rest sind Details. Ja. Was soll man denn sonst machen? Ich meine, das ist weiter. Wir haben jetzt gerade eine Fortbildung gemacht, wo es um das Thema Klimawandel und Energiewende geht, die großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, vielleicht der nächsten 2 Jahrhunderte und so weiter.
Und natürlich kann man die Verzweiflungsmaschinerie anschmeißen. Wieso passiert es nicht? Wieso haben wir nicht? Und hätten wir doch und so weiter. Hätte Fahrradkette. Aber in Wirklichkeit geht es doch darum, weiter, immer weiter nach vorne. Mit Hannah Arendts Satz, wenn Menschen zusammenkommen, kann man mit Wundern rechnen. Also immer weiter. Ja. Und für mich ist das Christentum auch eine Religion des Weiter. Und nicht des Zurückblickens und mich mit irgendwelchen alten Geschichten zu beschäftigen, sondern was kann ich aus der Bibel nehmen, aus der Bergpredigt nehmen, wie kann ich die nächsten Schritte machen und wie kann ich sie gut machen? Besser als die anderen, ja. Anderen Schritte. Ja. That's it. Das ist eigentlich nicht so wirklich kompliziert. Man muss den Mut haben dazu, Jesus. Was ist denn hier los? Ja. Leben. Man muss den Mut haben, sich zu diesen relativ einfachen Dingen auch zu stellen. Mhm. Und das ist ja das Interessante, wenn man dann aus der intellektuellen Ecke kommt oder in der drin steckt, so wie ich, dann ist ja Komplexität auch gerne so ein Mythos, das so ein bisschen verschleiert, dass die meisten Dinge, die uns wirklich wichtig sind, auch ganz einfach sind. Und Komplexität oder Resilienz, gibt jede Menge unglaublicher, toller Fachwörter dazu. Aber in Wirklichkeit wissen wir schon, wie wir uns verhalten müssten, damit es gut wird. Und dass wir das nicht tun, das ist vielleicht eine der größten Quellen von Trauer, die ich kenne. Ja. Du bist mal in der Terra X-Sendung von einem Zuschauer gefragt worden, ob es Gott aus wissenschaftlicher Perspektive geben kann. Das dargelegt aus, ja, was kann die Naturwissenschaft, was sagt uns die Philosophie, um dann zu enden, ja, bleibt halt eine Glaubenssache. Ja. Und du sagtest aber so einen schönen Satz, wenn es Gott nicht gibt, dann sollte man ihn erfinden. Ja, das ist einfach eine irre Geschichte, ja, die dahinter steckt. Und es ist, ich finde Geschichten immer, also es gibt ja diesen, noch schöner ist ja nur noch, ein Rabbi sagt, alle Geschichten, die ich erzähle, sind wahr. Einige sind passiert, andere sind nicht passiert. Aber wahr sind sie alle. Ja? Das ist ja unschlagbar. Ja? Also das ist ja eine Dimension von, das sind die Witze, die ich liebe, ja? Weil sie keine sind. Es ist doch, wir sprechen mit der Welt. Die Welt spricht mit uns. Es gibt diesen naturwissenschaftlichen Dialog, wo man mathematische Fragen an die Natur stellt, gewissermaßen mit Hilfe von Messinstrumenten. Und oh Wunder, wir kriegen mathematische Antworten zurück. Wir kriegen aber auch Antworten zurück, die wir gar nicht mathematisieren können, weil sie viel zu schwierig sind. Und dann kommen wir mit den Komplexitätsdingen, weil die Dinge gleichzeitig passieren, können wir sie nicht hintereinander. Zahlen sind aber immer hintereinander oder nebeneinander. Also wie kriegen wir das eigentlich dahin? Und daran erleben wir ja schon, dass es Teile von Welt gibt, die wirklich groß sind, viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Jetzt können wir mit Hannah Arendt argumentieren, unser Handeln über den Lebensraum, über unsere Lebenszeit hinweg, das ist schon mal politisch. Polis, das sind aber schon die anderen. Also wenn wir schon auf der Polis sind, sind schon die anderen da. Und da muss ich mich schon damit auseinandersetzen, nicht nur mit der Natur, sondern auch mit den anderen Menschen. Und das ist doch zugleich aber in meiner Lebenserfahrung, wo komme ich denn her? Ich bin eines Morgens aufgewacht und merkte, ich bin da. Ich glaube, ich war ungefähr 5 oder sowas, wo ich das zum ersten Mal, seitdem habe ich so ein gutes Gedächtnis. Was da vorher gewesen, habe ich keine Ahnung. Also, aber ich weiß, dass ich das Kind meiner Eltern bin und dass meine Eltern und so weiter und dass wir ja alle irgendwie aus dem stammen, was da an Natur um uns rum ist. Und wenn ich nicht verrückt werden will, brauche ich Geschichten, die mich ordnen, die mich einordnen in das, was ist, was sein wird und was war. Und dazu ist Religio eine für mich absolut tragende, notwendige Säule. Ja. Und deswegen ist es zumindest ein Gott, den wir sprachlich erfinden und der uns vielleicht auch sagt, wo es lang geht und welche Orientierung man haben kann, ist für mich eine der wichtigsten und größten Geschichten aller Zeiten. Ja. Ich finde auch eine Hammer-Szene in dieser Sendung, wie du dann zu deiner Bilderwand läufst und ein Bild von Papst Franziskus anbringst und dann anmerkst, dass wir doch zumindest von denjenigen, die an ihn glauben, so viel lernen können, weil die sich mit lebenswichtigen Dingen beschäftigen. Genau. Jetzt ist meine Frage an dich, was ist in deinem Leben für dich lebenswichtig, wirklich wichtig? Oh,
mein Sohn, meine Frau, meine Enkeltochter und all die Menschen, die für mich Bedeutung haben, aber in Wirklichkeit bin ich ein Teil des Teils, der hier in dieser Welt, also wenn ich ganz, also persönlich ist, sind es natürlich meine direkten Verwandten und Freunde, keine Frage. Und alle anderen, würde ich sagen. Und alle anderen, ja. Und abschließend, das gerne in die Kamera, was ist deine Message an junge Leute? Fröhlich sein, weitermachen und der Rest sind Details.